So Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Es geht wieder weiter mit Scraptopia. Wir haben ja letztes Mal angefangen, die Autos zu bauen und heute müssen wir damit auch mal fertig werden, weil sonst kommen wir einfach nicht voran. Also dann, fangen wir an. Der Undertaker. Oh no. Wisst ihr, was wir überhaupt nicht haben? Was denn? Ein Schweißgerät. Ups. Braucht ja, kein Mensch. Was für braucht kein Mensch? Guck mal, wisst ihr, habt ihr schon wieder unerlaubtes Farmen entdeckt? Weil du bisher noch nicht abgeerntet hast? Natürlich, ich hab grad abgeerntet. Zu spät? Zu spät dann. Zu langsam, zu wenig. Oder okay. So. Schicke Frisur. Oh, schicker Rucksack. Hm? Haben wir alle den gleichen Rucksack, außer PJ? Hallo, ich bin auch nur eine billige Arbeitskraft. Ja, scheinbar zu billig. Ich bin nämlich in ein Bett weg, so. Pff, mir doch egal, dann spawnst du halt für immer hier. Oh, das sägt ja schon fast. Dein Problem, nicht meins. Ja, ich habe nur gerade festgestellt, ich bin wohl zu tief. Weil normalerweise habe ich auf dem Auto große Reifen drauf. Oder Reifen. Da macht doch große Reifen. Reicht es nicht für. Aber dann gehe ich mal ölen. Was? Ich gehe ölen. So warm ist auch noch nicht. Aber heute war es schockierend warm. Also hier war heute ordentlich. Du warst ja zu. Ich bin ja in der Stadt rumgerannt. Du bitte, hab bitte. Ja. Was sagen? Dass ich in der Stadt rumgerannt bin, wo es heiß war und du nicht. Was für eine Stadt? Wo hast du eine Stadt gefunden? Na, da, wo gibt Apotheke, Post und so ein Zeugs. Hä? Stehst du? Was ist dieses Außerhaus? Verstehe ich nicht. Völlig absurd. Ja, du schickst ja immer mich. Das stimmt so nicht. Okay, stimmt so nicht. Du hast gesagt, du musst eh gehen. Ja, hast du recht. Ja, natürlich habe ich recht. Ich bin der Mann. Okay. So, wäre das auch geklärt. Du hättest mich auch so zu Post geschickt, komm. Nee. Das meistens auch selber gehen können? Ja, hättest du. Tust du aber nicht. Aber ich will meine Kamera immer mit Q und E drehen. Wieso ich macht so man das nicht? Ich bin so Planet Coaster geschädigt gerade, das ist der Wahnsinn. So, wie kriege ich jetzt die Lenkung gebaut? Scheiße, da muss ich ja doch von oben. Mach doch wieder so ein Dreirädchen. Was für ein Dreirädchen? Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich habe noch nie was Dreirädriges gebaut. Ja, es hatte 4 Räder, sah aber aus wie ein Dreirad. Du sahst aus wie ein Dreirad. Nee. Du bist gemein zu meiner Kreation. Da guck, jetzt lacht sie mich aus. Mit sowas muss ich mich hier von Tag zu Tag rumärgern. Ich hab's so hart. Er ist so böse. Habt alle Mitleid. Die sagen los, nichts mit. Ich esse gerade, Entschuldigung. Naja, billige Ausreden. So, Schweißgerät. Ganz wichtig. Warum treten sich da jetzt nicht? Weil du auf dem Lift stehst. Nein, stehe ich nicht. War jetzt nur der erste Tipp, ohne hinzugucken, okay? Hat mir jemand meinen Switch geklaut? Ich? Nein. Oh, ich meine, nein. Glaub ich sofort? So ist die nämlich. So ist die. Ach ja. Und danach heißt es. Genau so. Oh, ich genau hab einen Schalter. Entschuldigung. Ja. Olli, in dem anderen Bot ist aber auch noch ein Schalter. Ich hab vergessen, dass ich den deinen Auftrag gegeben habe. Gerade den. Der jetzt gemacht wird, den werden wir schon irgendwann irgendwie brauchen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, Schalter brauchen wir noch ein paar. So 2, 3. Ja. Könnte sein. Jetzt dreht sich das. Ich dachte, ich könnte so einen Controller auch ohne Schalter benutzen. Nee.
Wenn ich aber doch vorm ersten Strich auf 360 Grad und Looping gehe, Loop, dann sollte sich das doch drehen, ohne dass er angeschaltet ist, oder? Ich glaube nicht, nee. Du musst trotzdem den Schalter verbunden haben. Der muss nicht angeschaltet sein, aber verbunden muss er, glaube ich, trotzdem sein. Ah, weil das ist das gleiche Phänomen gedreht, wie der Piston mit seinem Block. Gedreht, weil sie mit den Reifen verbunden waren. Das ist das gleiche Phänomen wie der Piston mit seinem Block. Da muss ja auch immer ein Block drauf sein, sonst macht der Piston gar nichts. So, aber ich glaube, ich bräuchte gleich noch ein paar Komponenten. 10. Nee, das ist auch noch. So, jetzt muss ich ohne Federung bauen. Finde ich nicht gut. Tja. Aber mir bleibt momentan nichts anderes übrig. So, die anderen bewegen sich auch nicht schnell durch irgendwas. Ich baue das Erkunderfahrzeug, Schnuffel. Ich sag immer zu ihm, er denkt immer nur an sich, aber. ja, so ist er. Er sieht das immer anders. Ja, ich baue ein zweisitziges Auto mit Bett. Ja. Nur für mich. Ganz allein für mich. Ich bin ja so ein schlimmer Egoist. Stein in ihn. Denk an deinem Blut. Du findest mich nicht. Das war sie nicht. Das war sie nicht. Das war sie nicht. Geh mir aus dem Weg jetzt. Ich bin. Was ist hier los? Macht Olli eigentlich für eine Party da? Was macht der? Ich hab das falsche Kabel gelöst. Ja, man hat es gehört. Unten gesehen. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Hilfe. Olli, wir unterstützen dich immer gern. Weißt du genau? Ja. Aber warum bist du erst einmal ums Haus gelaufen? Das würde ich schon gerne wissen. Weil mein Auto mich übers Haus geschubst hat. So, guckt euch den mächtigen Steinbohrer an. Was kann der? So. Er bohrt Stein! Okay, der Elektromotor ist vielleicht ein bisschen sehr lahm. Boah, komm, investier die 4 ins nächste Level, das geht schon. Ja, besser, wenn es überhaupt noch welche gibt. Da. Na klar, die ganze Kiste ist voll. Naja. Mach keine Witze, ey. Ich brauche noch einen Level 5 Controller. Ein Level 5 Controller. Nee, den brauche ich erst, wenn ich meine Räder umbaue. Okay. So, ich glaube, bis hierher ist es schon gut, außer dass es keine Federung hat. So, erste Verbindung. Motor zu Sitz. Immer. Echt gleich schnell jeder sein Auto gebaut? Ja. Und eure sind halt einfach viel größer und ich habe einfach nur so einen Klotz. Patrick, du darfst es nicht so eng sehen. Ja. Ich würde jetzt meins auch nicht unbedingt als schick bezeichnen. Also meins funktioniert nicht. Das ist dann das allerdings, ist das disqualifiziert dich dann ein bisschen. Ja, ich merk's gerade. Oder du hast mega stabile Bäume, weil es funkt hier ohne Ende. Aber. Warte, ich guck mir das noch nicht mal an. Sollte ich nicht in der Erde bohren. Er sägt ja auch. Nein, die Höhe passt. Die passt einwandfrei.
Aber da tut sich nichts. Geht doch. Ja, toll, wenn du mal der Motor ist drauf haust. Neben dem Controller ist es... Ich säge auf meiner Map nur mit dem Controller. Aber auf meiner Map gelten meine Regeln. Und meine Physik. Da ist es wieder. Da ist es wieder. Hier gilt meine Physik. Hier wird nicht mit dem Controller gesägt. Ja, ja. Hier darf jeder machen, was du willst. Genau. Ich glaube, ich muss mal meine Frau rausschmeißen. Solange es der Chef bewilligt. Ja. Aber Fakt ist, Olli hat selber gesagt, es geht nicht. Also... Ja, ein Motor. Ja, es müsste aber gehen. Guck's dir doch mal an, wie es aussieht. Was müsste da gehen? Das tut ja nicht mal mir weh. Ich stehe auf den Sägen. Ja, was weiß ich, was du hier für... Boah, drei Schaden. Hä? Superkräfte. Ich würde sagen, ich suche mal ein bisschen Stein. Ja, vielleicht hast du ja mehr Glück. Stein hat's viel. Und ich suche mir jetzt... Ich suche mir jetzt ein paar Ressourcenkollektoren. Was braucht man dafür? Lass mich raten. Metall? Ich bringe euch auf jeden Fall mal Öl. Yeah, Öl. Dann kann ich Federungen bauen. Weil die fehlen mir schon sehr. Ja, ich komme gerade zurück. Also Ressourcenkollektoren. Hallo ohne Federung, ja? Hallo ohne Federung. Ihr aber fahrt ja auch mit 5 km/h gegen den Baum und macht dem keinen Schaden. Entschuldigung, das war nicht und mein Und ich muss vor das roten Kumpels wegfahren, wenn's schlecht läuft, ja? Wenn's hier hart auf hart kommt. Ja, wir gönnen dir ja deine... Du gönnst mir überhaupt nichts. Seit 25 Jahren, seit wir verheiratet sind, gönnst du mir überhaupt nichts. Seit wie vielen Jahren? 38. Ich hab nochmal nachgezählt. So alt bin ich noch nicht mal. Junger Mann hier. Ach so, stimmt. In der Öffentlichkeit soll ich das ja. Wem gehört eigentlich der Schalter hier? Wir hatten hier Zeug für den Schalter verschwendet. Der ist doch aus Versehen übrig passiert. Das gute eine ist Scrap Metal. Oh ja. Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Im Irrenhaus! Im Irrenhaus! Rette sich weg an. Zu spät! Oh no. Was kostet denn eigentlich so ein Refinery-Bot? Uiuiui. Metall. 60 Metall. 44 habe ich. Hat noch jemand Metall? Oh, nee. Wenn ich diesen Berg hier irgendwann abgetragen habe, ja. Okay, dann komme ich wo zu dir. Wo bist du denn? Ich könnte es ja schon mal verfeinern. Achso, okay. Oh, das wird jetzt gleich sowas von schief gehen. So, sag schon mal Tschüss zur Performance, ne? Ich reiß den Berg ein. Ja, es wackelt bei mir schon, wie so ein Erdbeben. Oh no. Bei mir nicht. Ich merke überhaupt nichts. Bei mir vibriert. Außer, dass mein Motor langsam ist. Was kostet ein Motor? 4. Haben wir noch 4? Haben wir noch 4 Komponenten? Die ganze Kiste ist voll! Ja, ist halt echt so. Da sind immer noch 23 drin. Andi, wenn du Controller brauchst, sag Bescheid. Level 5? Ja, ich kann aber nicht versichern, dass der Controller einwandfrei arbeitet. Ist der echt Level 5? Ja. Du kannst mir nicht versichern, dass der Controller einwandfrei arbeitet. Oder warte mal, ich guck okay, ich werde ihn aufschrauben und die Elektrik mal prüfen. Ich werde meine Schaltkreise durchmessen. Ich schmeiß ihn einfach in irgendeine... Achso, du bist gar nicht in der Nähe. Ich gehe jetzt mal zum Patrick. Zum PJ! Oh, jetzt habe ich keinen Grip mehr. Sobald der Motor zu schnell wird, habe ich keinen Grip mehr. Ich muss einfach auf Allrad gehen. Ich sag mal so, ich kann die Steine abreißen. Sie klein machen, Kann nicht mehr lenken. Boah, ohne Federung ist es echt grottig, wenn hinten Gewicht dran hängt. Dann ist es vorbei mit vorne lenken. Ich hänge in der Luft. Ich hänge in der Luft, Leute. Oh mein Gott. Ich behalte meinen Controller doch. Warum? Jetzt habe ich mich schon gefreut. Bis ich den brauche, ist eh. Vorher muss ich eh das ganze Auto nochmal umbauen. Und jetzt läuft es komischerweise.
Aha. Verstehe, wer will. Ich glaube, es geht schneller, wenn ich die Berge einfach erstmal klein mache und die kleinen Sachen dann nochmal per Hand schrotte. Ja, mach ich meistens so. Ja, ich auch. So, dass man es halt mit dem Hammer verhauen kann. Ja, moin. Ups. Boah, ich kann nicht lenken. Ich habe kein Gewicht vorne dran. Glaube ich, gehe jetzt das Steinauto holen. Denkt ihr dran, dass ihr in 4 Minuten zurück sein müsst? Wieso? Kommt da so viel oder was? Ja, weiß ich nicht. Weiß nicht, was. Gestern kamen 3 Grüne. Dann kommen heute 2 Grüne und vielleicht ein Orange noch. Nur Tomaten sind da. Ja, dann kommen nur ein paar Toastbots wieder. Das schafft meine Frau. Meistens, ja. Unsere Farmbeauftragte wird das schaffen. Wie das hier funktionieren soll. Ups. Außer, dass ich doch noch irgendwann große Reifen brauche. Ich muss schnell zu meiner Farm was trinken. Baumfeld! Oh Gott, ich werde von Steinlawinen überrollt. Hilfe! Die schieben mich weg! Diese Physik in diesem Spiel ist so absurd. Was? Da steht was fest auf dem Boden? Aber da geht's ein bisschen seitlich den Hang runter. Los, weg mit der Karre. YOLO! Alter. Oh, ich höre einen E-Motor. Zum Bohrer und zum Kack-Auto ist es echt. Es ist schon. Ich finde es wahnsinnig interessant, auf einmal wieder von vorne anzufangen. Ja, ja. Macht schon Spaß. Das habe ich, als ich die Vorbereitung gemacht habe, habe ich gedacht, ach du Schande, wie viel Aufwand das noch ist, bis du hier 30 Komponenten oder so zusammen hast, ja? Und in meiner anderen Welt, naja, pflanze ich halt mal 100 Kartoffeln, dann werden heute Nacht schon genug kommen, dass ich ein paar Komponenten kriege, ne? Ja. Das ist noch richtig harte Arbeit hier. Boah, ich komme hier nicht vernünftig. Der ist irgendwie vorne noch nicht schwer genug. Ja, das Problem habe ich auch, wenn ein Ressourcensammler hinten dran hängt. Wie viel Metall ist da jetzt drin? Quasi nix. Ist wieder fast alles Stein. Das ist alles Stein! Mein Ressourcensammler ist halb voll und es ist nur Stein. Patrick! Hast du einen Ressourcensammler dabei? Ja, natürlich. Ja. Oh ja. Meine Olli hier macht alles glatt. Ah, hier geht's aber steil bergab an der Küste. Warum klingt das so als... Ah, alles drin, Bäume, Olli und Auto. Cool. Wo treibt er sich rum? Im See. Im See. Wir haben keinen See. Ja, natürlich bei der Farm. Da liegt das. Das ist das Meer. Auto, Bäume und Olli. Irgendwie komme ich hier nicht voran. Sollte ich mal schieben? Vielleicht musst du einfach in den zweiten Bohrer investieren. Ja. Ja, ey, da rollt Metall. Stehen bleiben. Halt. Bleiben Sie stehen. So, jetzt habe ich 104 Metall. Ist gerade jemand so daheim und hat gerade Zeit oder so? Ja. Guck mal, was der Refinebot kostet. Ich komme hier nicht hoch. Refinebot, ich gucke. Dann muss ich da. Dann muss ich da hoch. Der Klassiker. Wenn der Stein aus dem Boden rausspringt. 60 Metallblock 1. Und? 60. 5 Platinen und 5 Komponenten. Kein Metall 2? Nein. Was braucht der Kollektor? 30 Metall, glaube ich, gell? Der Ressourcensammler. Ja. Der braucht 30 Metall 1.
Davon bräuchten wir hier mal so 2, 3. Ja, wir arbeiten dran. Ich bring's Metall dafür gleich mit. Ach du Scheiße. Dann macht man einen zweiten Sammler für mein Auto. Ach du Scheiße. Nix, alles gut, alles gut, alles gut. Ist schon Mitternacht? Ja. Ach so, oh sorry, ich hab gar nichts. Ich hab's im Griff, Gut. Meine Frau ist Profi-Farmerin. So, alles tot, alles erledigt. Alles tot. Gibt's zwar nichts zu essen, aber... Genau, alle Tomaten tot. Tomaten tot, Karotten tot, alles tot. Sie haben die Glühwürmchen geklaut. Aber die finde ich wieder. Geklaut? Das wäre mir neu, dass sie die entführen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es sind keine mehr da, keine Glühwürmchen. Von Patrick hörst du auch immer nur besorgniserregende Geräusche. Mir ist gerade der ganze Berg auf den Kopf gefallen. Hoffentlich hast du deinen Helm auf. Natürlich nicht. Ja. Dann hole ich wieder Glühwürmchen. Der Sicherheitsbeauftragte wird sie nach draußen geleiten. Aber. Sagt der mit so einer. Mit so einer Zwingkappe. Ja, weißt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich hier Leute habe, die Steine durch die Gegend schmeißen. Also ganze Felsen. Fels ist das richtige Wort. Stein ist falsch gesagt. Was mein Bohrer drauf hat. Ja, scheinbar nix. Es war am Olli seine Säge, die nichts drauf hatte. Jetzt. Dafür liegen hier ganz schön viele Bäume. Ja, du hast ja auch schon 2 Sägen. Ich habe nur einen Bohrer hier. Oh, jetzt. Können wir jetzt mal hier diesen Werkzeugneid kurz lassen, ja? Mir wurde ein Level 5 Controller versprochen und dann hieß es, nee, kriegst du doch nicht. Ja, das ist tragisch. Keiner darf Federung nehmen, aber mein Erforschungsauto, das kriegt Federung, Stufe 6. Was macht eigentlich die Farm? Alles gut. Alles klar? Was macht die? Ja. Morgens Badgans abholen. Hallo, ich habe nur 9 Felder. Du hast 300 Erde! Ja, aber mir wird ja nicht mehr Feld erlaubt. Das ist so nicht richtig. Das stimmt so. Der eine sagt, das ist so nicht richtig. Das stimmt gesagt, so. Ja. Und selbst das darf ich nicht mal voll anpflanzen. Dann wird gleich... Ach, da liegt mein Glühwürmchen. Ach, das liegt da am Strand. Ach, du armes Kind. Das will nach Hause zu seiner Familie. Schnell zu Mama hier rein. Das will nach Hause zu seiner Familie. Ja, aber ich hatte ja bis jetzt keinen. Ich muss jetzt Karton machen für das arme Tierchen. Jetzt ist ja gerade keiner am Gedöner da an diesem. Hallo! Kuckuck! Am Gedöner finde ich auch schön. Hier bin ich! Was? Wo? Oh, jetzt muss ich mal ganz dringend was machen. Hau ab. Hau du doch ab. Das ist mein Haus. Kriegst du noch dein Öl hier? Ja, dann kann ich endlich Federungen machen. Ja, Öl. Oh. Nee, da brauche ich viel zu viel Metall für. Ich muss jetzt... Achso, jetzt habe ich das Metall abgeliefert. Was braucht man noch? Schaltkreise und Komponenten oder so, ne? Refinery-Bot! Die Autos sind fertig, der Refinery-Bot ist auf dem Weg. Dann können wir für heute auch wieder Schluss machen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder was auch immer. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo und einen Daumen nach oben da lasst. Danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal.